Und jetzt kommt der Mann, der hat das Wort Fremdschämen in Deutschland populär gemacht. Seine Rollenbeschreibung lautet oft Arsch mit Herz. Und ich sage das mit dem allergrößten Respekt. Meine Damen und Herren, the one and only Christoph Maria Herbst. Wie jetzt? Du hast doch gesagt, ich hätte Zeit. Sag mal, spinnst du? Elisa, das ist scheiße. Das hat Konsequenzen. Der Tag, das war hat mich jetzt voll auf dem falschen Fuß erwischt. Also, es hieß eigentlich, dass die Frauen dieses Jahr am Ende kommen. Wegen Ehre und Gleichberechtigung und dem Ganzen. Jetzt kommen die eins nach Maske, finde ich schwierig. Muss ich echt. Ach, Elisa, ja, jetzt schleimt sie sich wieder ein, ne? Deswegen war ich jetzt hier gerade noch. Frau Roth, kannst du das mal eben. Danke. Aber nicht dran gehen, ne? Ich hatte eigentlich Hunger. Ja, und ich bin ja 100% für Frauen. Und als Zeichen, dass ich das bin, habe ich nämlich diese Schleife hier. Jetzt hat die Elisa, jetzt hat die dumme Kuh mir eine grüne Schleife gegeben. Ja, grüne Schleife ist natürlich nicht für Frauen. Das ist ja. Ja, was ist das? Das ist gegen Rheuma. Nee, Rheuma war hinknien, ne? Ja, auch nicht. Quatsch, Rheuma hinknien, Blödsinn. Nachhaltigkeit, jetzt weiß ich. Finde ich auch super. Nachhaltigkeit. Also ich bin auch 100% für Nachhaltigkeit. 1000%ig. Das Catering zum Beispiel ist dieses Jahr komplett vegetarisch. Kannst du die Pappschachtel mitessen, aus Versehen, merkst keinen Unterschied. Nein, Spaß, das ist wirklich, wirklich hervorragend und kommt dieses Jahr von der Tafel. Geht. Ich bin auch so ein bisschen. Geht dieses Jahr komplett an die Tafel. Also die Reste. Deswegen nochmal so ein Appell von mir nach der Show: bitte nicht alles auffressen. Ja? Außer natürlich die Kolleginnen und Kollegen aus der Arthouse-Abteilung. Das ist ja so eine Art kulturelle Tafel. Nein, ich will da. Nein, nicht falsch verstehen. Ich finde das total super, dass ich. Ja, was denn? Ich hab noch Reis in den Zähnen, ne? Nicht drangehen, Frau Roth. Ja. Ich finde das total super, dass sich der Filmpreis so für Nachhaltigkeit einsetzt. Yay. Das finde ich schon mal einen Applaus wert, wenn ich schon hier bin. Die ganzen Nominierten zum Beispiel, die sind alle mit der Bahn gekommen. Und einige von denen sind sogar regelrecht hier angekommen. Ja, ich musste früher immer so semi-legal irgendwo JWD auf dem Behindertenparkplatz am Arsch der Heide parken. Ich fahre so ein größeres Auto, so ein SUV, so ein richtiges Schiff, ne? Und ich konnte jetzt dieses Jahr direkt bis zum Bühneneingang fahren. Also auch hier vielen Dank an die Nominierten. Ja, in der Filmbranche hat sich wirklich viel getan. Viele Filmemacher nutzen zum Beispiel auch eine Idee aus ihrem letzten Film und machen daraus einen neuen Film. Ja, ich sage jetzt nicht Matthias Schweighöfer oder so, das wäre Quatsch. Aber zum Beispiel so ein Sönke Wortmann, ne, was der aus Frankreich alles wegrecycelt hat. Ja, das meine ich positiv, ich war ja oft genug dabei. Ne? Zum Glück, sonst hätte ich womöglich wieder Fernsehen machen müssen. Aber es geht noch mehr, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zum Beispiel Mehrwegbesteck. Jetzt nur so als Beispiel, ne? Aber jetzt geht es erstmal um die beste weibliche Hauptrolle. Und das ist schon, muss ich sagen, mein lieber Mann. Das ist also eben meine liebe. Hallo, Claudia. Nicht essen. Es geht um die beste weibliche Hauptrolle. Und da muss ich wirklich sagen, ihr Frauen, ihr seid wirklich das Lachs, der Lachs auf dem Buffet des Filmpreises.
Okay, dieses Jahr gibt es auch keinen Lachs, das Bild hinkt. Tofu vielleicht, oder? Also, beste weibliche Hauptrolle, super. Nur Frauen. Und komplett divers. Eine sogar mit, wie sagt man heute, Hintergrund? Oder kann man auch Österreich sagen? Ja, kann man sagen. Eine aus Österreich. Ja, warum nicht? Die großartige Ursula Strauss. Dann eine, die ordentlich was rührt. Sie ist nämlich anrührend, berührend und aufrührend, meine Damen und Herren. Meltem Kaptan. Und dann eine, der Spielen allein gar nicht reicht und die gleich bei Buchproduktion und Szenenbild und Kostüm mitgebracht hat. Sarah Fasilat. Und schließlich, last not least, eine, die noch so jung ist, aber schon so gut, Saskia Rosendahl. Und hier sind ganz kleine Ausschnitte eurer ganz großen Auftritte. Die Lola für die beste weibliche Hauptrolle geht an eine von diesen fantastischen vier Frauen, meine Damen und Herren. Warte, ich halte es falsch rum. Ich musste so schnell auf die Bühne, dass ich meine Brille jetzt nicht... Meltem Kaptan! Alter Schwede, sorry. Puh. Danke, dass ich hier stehen darf, auch als großes Stück Lachs. An dieser Stelle, großartige Laudatio. Ich kann einfach nur Danke sagen. Danke an diese tolle Akademie, die ich jetzt kennenlernen durfte. Ihr seid großartig. An alle nominierten Ladies. Eure Filme haben mich auch so berührt. Also, wir stellen nachher einfach die Lola in die Mitte, tanzen drumherum, machen eine richtige Weiberparty, würde ich vorschlagen. Wirklich. Und ich danke meiner Familie, meinen Süßfretzen, meinen Eltern, meinem Ehemann Daniel, meinem Schwesterherz Diria. Ohne euch geht's einfach gar nicht. Wirklich, ihr seid das Wichtigste. Ich liebe euch. Dann danke ich Karin Wendland, unserer Casterin, dass du erkannt hast, dass ich auch die tiefen Töne treffen kann, und ich hatte so eine Lust drauf, deshalb ganz lieben Dank dafür. Danke Laila Stieler für dieses tolle Drehbuch, wirklich für die ganze Wärme, die auch zwischen den Zeilen steht, und Andi, für dich fehlen mir die Worte wirklich hier drin, und da kommst du nicht mehr so schnell raus. Alexander, also einen besseren Spielpartner hätte ich mir nicht vorstellen können. Durch dich und neben dir durfte die Rabia wachsen und gedeihen, und ich danke dir sehr. Es war mir eine Ehre. Ansonsten wirklich, ich danke einfach allen, die mitgewirkt haben und auch nur den kleinsten Finger für diesen Film gerührt haben. Meinem Agenten Markus Warnke, dass du so für mich brennst. Natürlich Pandora, an alle fleißigen Bienchen dort. Und ich kann nur eins sagen, dieser Preis, der steht aber vor allen Dingen an die Lebensleistung, geht wirklich an die Lebensleistung von Bernhard Dock und Rabia Kurnas. Und sie sind heute da, deshalb, das sind die wahren Gewinner für mich. Bitte einen Applaus für die beiden.